Alle 4 Jahre ist es wieder soweit. Die USA wählt ihr Staatsoberhaupt. Neben Donald Trump und Joe Biden treten hierfür noch zahlreiche andere Kandidaten an. Unter ihnen Ex-Wrestler und weltbekannte Rapper. Aber das Wahlsystem der Vereinigten Staaten macht es dennoch zu einem klaren Zweikampf zwischen Republikanern und Demokraten. Wieso und welche Bedeutung nur 538 Menschen am 3. November spielen, erfahren wir jetzt. Die Wahl des US-Präsidenten ist das größte demokratische Ereignis der Welt, auch wenn es bei weitem nicht die größte Wahl der Welt ist. Diesen Titel trägt der Milliardenstaat Indien. Medial wird sie aber von den Wahlen der Vereinigten Staaten weit in den Schatten gestellt und das, obwohl am Ende gerade einmal 538 Menschen den nächsten Präsidenten bestimmen. Viele Institutionen der USA sind direktes Erbe ihrer Kolonialzeit unter den englischen Königen. Sogar ihr Wahlsystem, in dem die Person, die die meisten Stimmen erhält, das Amt gewinnt, ist identisch mit dem First-Past-the-Post-System der Briten. Denn obwohl die Vereinigten Staaten als erste moderne Demokratie der Welt gelten, waren Wahlen in europäischen Monarchien nicht fremd. Dass aber das Staatsoberhaupt gewählt wird, war völlig neu. Genauso wie das Electoral College, was zentral für diese Wahl ist. Sie ist eine Erfindung der amerikanischen Gründerväter. Sie stritten nämlich darum, wie der Präsident gewählt werden sollte. Die einen wollten das Volk direkt entscheiden lassen, die anderen den Kongress, also beide Parlamentskammern, Repräsentantenhaus und Senat. Durchgesetzt hat sich der Kompromiss des Electoral College. Dieser wird alle 4 Jahre nach der Präsidentschaftswahl einberufen und besitzt genauso viele Mitglieder wie der US-Kongress plus 3. Die drei stammen aus Washington DC, da es für DC keinen einzigen Abgeordneten im US-Kongress gibt. Ihre einzige Vertreterin auf nationaler Ebene ist seit 1990 Eleanor Holmes Norton, die das Amt der Delegierten des Districts of Columbia innehält. Sie zählt zu den Non-Voting Delegates. Neben ihr sind das je eine Person aus den verschiedenen US-Territorien wie Puerto Rico. Sie alle sind zwar Mitglied des Repräsentantenhaus, haben aber kein Stimmrecht bei Abstimmungen und sind deswegen auch nicht Teil des Kongresses. Gerade deswegen sind die 3 Extrastimmen im Electoral College für die 700.000 Einwohner Washingtons etwas Besonderes. Insgesamt kommt das Electoral College so auf seine 538 Wahlmänner und Wahlfrauen, die am Ende den Präsidenten wählen. Diese teilen sich genau so auf, wie die Staaten Sitze im Kongress haben. Also je 2 Wahlleute für die 2 Senatoren eines jeden Staates plus der Anzahl der Repräsentanten des 435 Sitze starken Repräsentantenhaus. Der bevölkerungsärmste Staat der USA, Wyoming, hat mit 500.000 Einwohner beispielsweise einen Repräsentanten und 2 Senatoren und damit 3 Sitze im Electoral College. Kalifornien hat für ihre fast 40 Millionen Menschen neben 2 Senatoren 53 Repräsentanten im Haus, also 55 Stimmen im Electoral College. Während im Senat jeder Staat genau 2 Senatoren hat, ist für die Frage, wie viele Repräsentanten ein Staat erhält, die Bevölkerungszahl entscheidend. Deswegen wird im 10-Jahres-Rhythmus US-weit ein Zensus durchgeführt und die Anzahl der Sitze im House of Representatives danach neu verteilt. Diesen Zensus gibt es seit 1790. Damals aber war die Zählweise noch eine etwas andere, denn nicht jeder Mensch zählte gleich. Bis zur Abschaffung der Sklaverei galt nämlich der Grundsatz, dass für die Verrechnung der Sitze im Kongress und damit auch im Electoral College ein Sklave als 3/5 Mensch zählte. Dies gab den sklavenhaltenden Südstaaten der USA deutlich mehr Gewicht und Bedeutung in der Landespolitik. Gleich 2/3 der ersten 18 US-Präsidenten waren so selbst Sklavenhalter und manchmal auch nur dank dieser Regelung im Präsidentenamt. Um aber überhaupt zum Präsidenten gewählt werden zu können, müssen die Präsidentschaftskandidaten erst einmal die Vorwahlen, die Primaries, überstehen. Dieser Vorwahlkampf beginnt mehr als ein Jahr vor der eigentlichen Wahl und ist wie eine kleine Mini-Präsidentschaftswahl. Sie funktioniert bei Demokraten und Republikanern fast gleich. Dabei muss man, um Präsidentschaftskandidat zu sein, nur 3 Vorgaben erfüllen. Man muss mindestens 35 Jahre alt sein,
mindestens seit 14 Jahren in den USA leben und in den Vereinigten Staaten geboren sein. Erfüllt man dies, geht es auf in Debatten, Wahlkampfauftritte und Wahlen in jedem einzelnen US-Bundesstaat. Anders als bei der eigentlichen Präsidentschaftswahl sind die Vorwahlen nicht an einem einzigen Tag, sondern verteilen sich über mehrere Monate und haben auch deutlich mehr Eigenheiten, je nach Bundesstaat und Territorium. Jedes einzelne US-Territorium und jeder US-Bundesstaat wählt hierbei für sich Delegierte, die stellvertretend am Parteitag einen Präsidentschaftskandidaten wählen. Für die Territorien sind diese Vorwahlen besonders wichtig, denn sie ist die einzige Chance für US-Amerikaner in Puerto Rico, den amerikanischen Jungferninseln, amerikanische Samoa, Guam und den nördlichen Marianen Einfluss zu üben, wer der nächste Präsident sein wird. Sie haben keine einzige Stimme im Electoral College, dürfen aber in den Vorwahlen ihrer Partei abstimmen. Um zu entscheiden, in wessen Vorwahl man mitwählen darf, ist die Registrierung zur Wahl wichtig. In den meisten Teilen der USA wird nämlich bei der Registrierung die Party Affiliation abgefragt, also ob man sich eher mit den Demokraten oder Republikanern assoziiert oder aber unabhängig zu sein bzw. sich mit einer dritten Partei wie der Libertarian Party zu identifizieren. So erhält man entweder den Status als registrierter Demokrat oder Republikaner oder als Independent. Übrigens heißt es nicht, dass man als registrierter Demokrat nicht auch Republikaner wählen kann. Natürlich kann man das. Für alle Vorwahlen, wie auch denen zur US-Präsidentschaft, sind sie aber wichtig, da es zwei Modi von Primaries gibt: Closed und Open Primaries. In Closed Primaries dürfen nur registrierte Parteimitglieder über ihren Präsidentschaftskandidaten abstimmen. In Open Primaries dürfen neben sie auch die unabhängigen Wähler ihre Stimme abgeben. Ob die Vorwahlen nun geöffnet oder geschlossen sind, bestimmt jeder Bundesstaat für sich selbst. Neben den Primaries, die wie klassische Wahlen funktionieren, gibt es wenige Bundesstaaten, die für ihre Vorwahlen das Caucus-System benutzen. Dabei wird durch persönliche Anwesenheit gewählt. Statt zu einem Wahllokal zu kommen, die Stimme abzugeben und dann wieder zu gehen, finden Caucus-Wahlen in größeren Hallen statt. Um hier zu wählen, stellt man sich in Gruppen zusammen, die dieselbe Person unterstützen, und die Gruppengrößen werden gezählt. Nach erster Zählung der Stimmen besteht für die Wähler dann auch noch die Möglichkeit, die Stimme zu wechseln. Denn anders als die eigentliche Präsidentschaftswahl werden die Stimmen nicht nach dem Winner-Takes-All-Prinzip, sondern proportional verteilt. Die Möglichkeit, die Stimme bei einer zweiten Wahl zu wechseln, gibt so den Menschen die Chance, ihre Stimme doch zählen zu lassen, wenn ihr Kandidat es im ersten Wahlgang nicht schafft, die Hürde zu überspringen. Nachdem so in allen Bundesstaaten und Territorien die Delegierten bestimmt wurden, wählen sie gemeinsam mit wichtigen Amtsträgern ihrer Partei wie Repräsentanten, Senatoren, Gouverneuren und Ex-Präsidenten, den sogenannten Superdelegates, ihren Präsidentschaftskandidaten während der mehrtägigen National Convention ihrer Partei. Auch sie und besonders ihre Superdelegierten waren ursprünglich ein Kontrollmechanismus, um radikalere und populistische Präsidentschaftskandidaten aufzuhalten. Inzwischen ist sie aber nur noch eine große Wahlkampfveranstaltung und Inszenierung zugunsten des Siegers des Vorwahlkampfes, der nun einer von nur zwei Personen ist, die um Stimmen und das Präsidentschaftsamt streiten. Wie bei den Vorwahlen beginnt nun der eigentliche Wahlkampf mit Auftritten, Interviews und Debatten. Nun im 1 gegen 1, auch wenn neben dem demokratischen und republikanischen Kandidaten zahlreiche andere Kandidaten zur Wahl stehen. Das Wahlsystem der Vereinigten Staaten macht es aber nahezu unmöglich, dass mehr als zwei Personen um das Amt streiten und dreiköpfige Wahlkämpfe zu absoluten Ausnahmen. Genau wie das Vereinigte Königreich, Kanada oder die deutsche Erststimme benutzt sie nämlich das Winner-Takes-All-Prinzip. In nahezu allen Wahlen gilt, die Person mit den meisten Stimmen erhält den Sitz oder das Amt, selbst wenn es keine absolute Mehrheit erreicht. Und auch bei der Präsidentschaftswahl gilt dieses Prinzip. Die Person, die im Bundesstaat die meisten Stimmen erhält, erhält alle Wahlmänner und Frauen, die ins Electoral College geschickt werden. Platz 2 erhält hingegen nichts.
Nur in 2 Bundesstaaten gibt es dazu eine Ausnahme, nämlich in Maine und Nebraska. Hier wird nämlich ein leicht anderer Verteilungsschlüssel genutzt, nämlich, dass jeder Kongressbezirk eine Stimme im Electoral College besitzt und 2 Wahlleute auf das gesamte Ergebnis des Bundesstaats vergeben werden. Also wirklich für jeden Repräsentanten und Senator eine Stimme im Electoral College. Mit nur 4 in Maine und 5 in Nebraska betrifft es aber nur einen sehr kleinen Teil der gesamten Stimmzahl. Die Wahlbezirke der beiden zweiten Distrikte erhalten aber dennoch sehr viel Aufmerksamkeit, denn sie gehören zu den wichtigsten und gleichzeitig absurdesten Elementen dieses Systems, bei dem es nur darum geht, auf 270 zu kommen. Die Person, die mindestens 270 Stimmen des Electoral College auf sich vereinigen kann, hat nämlich die Präsidentschaftswahl gewonnen und wird zukünftiger Staatschef der USA. Da aber die USA über mehrere Zeitzonen verschoben sind und die Bundesstaaten unabhängig voneinander ihre Stimmen zählen und veröffentlichen, kommt es auch dazu, dass die Wahlsieger teilweise bereits bekannt sind, bevor die Wahllokale im Westen der USA überhaupt schließen. Ihre Stimme für die Präsidentschaftswahl ist also effektiv irrelevant. Ihr einziger Wermutstropfen ist, dass die Staaten der US-Westküste inklusive Alaskas und Hawaiis zu den sogenannten Safe States zählen. Hier ist die lokale Dominanz der Demokraten bzw. im Falle Alaskas der Republikaner so groß, dass die Chance gegen Null geht, dass beispielsweise Kalifornien ihre Wahlmänner zugunsten eines republikanischen Kandidaten abgibt. Ein Republikaner in Kalifornien hat also kaum einen Grund, überhaupt seine Stimme abzugeben, da sie nahezu garantiert wertlos ist. Das betrifft aber nur die Präsidentschaftswahlen. Bei den anderen Wahlen, die zeitgleich stattfinden, kann es anders sein. Der Gouvernator zum Beispiel war auch Republikaner. USA-weit zählt die große Mehrheit der Bundesstaaten zu solchen Safe States. Sie sind entweder demokratische Blue States oder republikanische Red States. Die Staaten, die aber alle Aufmerksamkeit im Wahlkampf und den Wahltag selbst erhalten, sind die übrigen Swing States. Sie sind diejenigen, die die Wahl entscheiden. Neben Nebraskas und Maines zweitem Kongressdistrikt zählen zu diesen Swing States auch Staaten wie Ohio, Pennsylvania und Florida. Diese 3 sind dabei auch die wichtigsten Swing States mit 18 bis 29 Stimmen im Electoral College. Auf sie wird bei den Wahlergebnissen und im Wahlkampf besonders geachtet. Sie zählen deswegen auch meist zu den Battleground States. Das sind die Swing States, in denen der Wahlkampf am energischsten war und in dem die Umfragen die engsten Rennen erwartet. Es kann häufig sogar Tage dauern, bis dort ein Sieger bekannt gegeben werden kann. Dies wird zum Beispiel 2020 in Pennsylvania erwartet, was aber auch mit den besonders vielen Briefwahlstimmen zu tun hat, die dieses Jahr erwartet werden und auf die der Staat nicht vorbereitet ist. Je nachdem, wie die Wahlnacht verläuft, kann es sein, dass auch ohne, dass man das Ergebnis Pennsylvanias kennt, den Wahlsieger und nächsten Präsidenten nennen kann, aber auch, dass es Tage oder Wochen dauert, bis klar ist, wer denn jetzt die Wahl gewonnen hat. Und es kann natürlich auch dazu kommen, dass der Wahlsieger die Person ist, die gleichzeitig weniger Stimmen erhalten hat, als die Person, die an der Kandidatur scheiterte, wie 2016, als Hillary Clinton fast 3 Millionen Stimmen mehr erhielt und die Wahl dennoch im Electoral College verloren hat. Dieses Wahlprinzip, wie die USA ihr Staatschef wählt, ist genauso alt wie die Vereinigten Staaten selbst, aber wurde auch damals eigentlich nur als Kompromiss geschaffen. Immer wieder gab es Versuche und Vorschläge, es aufzulösen und zu ersetzen. Tatsächlich gab es aber im Laufe der Geschichte nur 3 wesentliche Änderungen am Electoral College. Erstens, die Änderung der Verteilung der Wahlleute in Nebraska und Maine, was aber in anderen Staaten wie in Colorado zwar vorgeschlagen wurde, aber dann per Volksentscheid abgelehnt wurde. Zweitens, die Hinzunahme Washington DCs, das ihre Stimme abgeben darf, obwohl sie selbst kein Bundesstaat ist. Und drittens, Gesetze in einzelnen Bundesstaaten, wodurch die Wahlleute rechtlich gezwungen werden, nach dem Wahlergebnis abzustimmen. Sie verhindern sogenannte Faithless Electors, die ihre Stimme nicht für den Wahlsieger ihres Bundesstaates abgeben. Größere Änderungen werden teils abgelehnt, da ein Verhältniswahlrecht mit Stichwahlen im Zwei-Parteien-System der USA als Gefahr für Instabilität gesehen wird oder da das Electoral College die Rolle der Bundesstaaten stärkt und so zur Einheit der Nationen beitrage.
Dieses System bevorteilt dazu auch einen republikanischen Kandidaten leicht gegenüber einer einfachen landesweiten Mehrheitswahl, was auch ein Grund ist, warum konservative Republikaner keine Änderung wünschen. Andere Stimmen sehen sowohl die Millionen Menschen, deren Stimme faktisch egal ist, wie für solche, die in Kalifornien einen republikanischen Präsidenten bevorzugen, das umständliche und komplexe System, in dem faktisch nur wenige Staaten wirkliche Bedeutung zukommen und vor allem, dass jemand Präsident werden kann, obwohl sie weniger Stimmen hat als eine andere Kandidatin, als klare Probleme. Und insgesamt sprechen sich bei Umfragen fast 3/4 der Demokraten und Republikaner dafür aus, den Präsidenten über Mehrheitswahl wählen zu lassen. Dennoch hat es unter den Bundesstaaten und im Kongress bisher nie eine Mehrheit für eine solche Verfassungsreform gegeben. Der einzige reale Versuch, daran etwas zu ändern, ist eine Aushebelung des Electoral College von innen. Da die Staaten ihre Wahlleute nämlich selbst auswählen, haben sie theoretisch die Möglichkeit, auch gegen die Stimmen ihres Staates die Wahlleute zu entsenden. Diese Möglichkeit nutzt ein zwischenstaatlicher Vertrag aus, der per Gesetz die Bundesstaaten dazu zwingt, die Wahlfrauen und Männer für den Kandidaten wählen zu lassen, der landesweit die meisten Stimmen gewann. Treten genügend Staaten diesem Vertrag bei, würde so faktisch ein Mehrheitswahlrecht in den USA eingeführt werden. Diesem National Popular Vote Interstate Compact sind aber bisher nur Staaten beigetreten, die recht fest in demokratischer Hand sind und umfasst zurzeit 196 Stimmen im Electoral College. Diese Regelung tritt aber erst in Kraft, wenn genügend Staaten dem Compact beigetreten sind, um eine absolute Mehrheit im Electoral College zu haben. Sie ist zwar die aktuell beste Option, das Electoral College zumindest faktisch auszuhebeln, wird aber bisher nur von Staaten getragen und gefördert, in denen die Demokraten besonders stark sind. Daher ist es eher unwahrscheinlich, dass sich die fehlenden 74 Stimmen überhaupt finden lassen. Daher wird das Electoral College System wohl auch in Zukunft darüber bestimmen, wer im Weißen Haus sitzt.